Yo Leute, willkommen wieder zurück im geweihten Land, hier bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Doch leider ist auch hier nicht alles beim Rechten, denn Scars Geist ist aufgetaucht und der sucht irgendwie Simba heim, weil der ist immer noch so unsicher, wie er als König über das geweihte Land regieren soll. Und er hat auch irgendwie ein bisschen Angst und deswegen haben wir erstmal gegen die drei Hyänen nochmal gekämpft und dann ist der Geist nochmal aufgetaucht und Simba ist leider weggelaufen. Aber Timon meint, er kann eigentlich nur bei der Oase sein. Stimmt's, Timon? Wenn ihr nach Simba sucht, er ist wahrscheinlich bei der Oase. Dort ist es ruhig, der perfekte Ort zum Nachdenken. Ja, weil Rafiki hat ihm jetzt auch nicht unbedingt Mut gemacht gegen diesen Geist, aber der spricht das uns auch immer ein bisschen in Rätsel, ne? Simba hat etwas, das Mufasa gefehlt hat. Er muss das aber von alleine bemerken. Simba, ich setze alle meine Hoffnungen in dich. Ja, auch wenn er gerade nicht hier ist. Alle meine Freunde haben mich verlassen, weil ich wohl etwas rieche. Aber jetzt habe ich Timon und ich lebe nach dem Motto Hakuna Matata. Ja, ich glaube, er lebt nach dem Motto Friss und Furz, das Leben ist kurz. So, das sind schon wieder die nächsten... Ach, das ist ja Scars Geist. Das ist er ja. Habt ihr gerade gesehen, wir haben ihn gerade besiegt. Irgendwie, oder war das jetzt nur eine Illusion? Das war jetzt kein Herz, sondern das war Scars Geist. Sehr merkwürdig. Naja, wir müssen auf jeden Fall zur Oase. Jetzt sind hier wieder diese herzlosen, sehr komischen Arschgesichter. Ah, so, Sankt Kybinian, ganz praktisch. Aber als Löwe vielleicht doch nicht so sehr, ich weiß es nicht. Ach, das ist ja diese geile neue Ability, die wir da als Löwensora bekommen haben. Dieser komische Sprintangriff oder irgendwie so. So, dann geben wir wenigstens wieder schöne Erfahrungspunkte. Ich bin ja gerade mal auf Level 40 und der empfohlene Level für diese Welt ist eigentlich 43. Also, woher soll ich bitte so schnell drei Level-Ups herbekommen? Ernsthaft? Das kann man doch gar nicht schaffen. Da ist ein Schwierigkeitsgeist. Was soll denn das? Was ist das für ein Quatsch? Der taucht ja jedes Mal hier auf. Sehr eigenartig. Versucht er uns daran zu hindern, weiterzukommen, oder wie? So, kommt mal alle her hier, blöden Schattenschalks. Was? Und Level 41 für Goofy Angriffskraft erhöht, jawohl. Dann immer diese blauen Flammen, was soll der Quatsch? Was ist denn hier los? Was? Und stirb, jawohl. So, schön Tada einsammeln, wir brauchen noch viel mehr Geld. Weiter geht's. Alter, wie viele? Holy shit! Immer schön ausnutzen, die geben Erfahrungspunkte, die geben Taler. Wenn man Glück hat, vielleicht nochmal Material oder sowas. Was? Oder auch nicht. Naja, immer droppen sie es nicht. Wir haben ja noch immer nicht alle Glücksboost, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja höher. Egal, weiter. Und schon wieder Scars Geist. Was ist denn mit dir los? Warum verfolgst du uns? Äußerst eigenartig. So, Level 41 für Donner und Angriffskraft wird maximal AP erhöht und einen Luzidkristall bekommen. Jawoll! So muss das. Top Speed. Schnell. Wir müssen zu Simba. Wir können uns nicht immer mit diesen Spinnern aufhalten. Andererseits geben die Erfahrungspunkte und Taler. Und müssen es immer so auch von der Seite betrachten. Hier. Yeah, richtig schön viel Geld. Super. Hier auch noch ein bisschen alles schön einsammeln. Wie schnell wir rennen können. In diesem Sprint hier. Fegefeuer! Ja.
So, jetzt sind wir aber gleich da. Was ist das denn für ein komischer Fegefeuerquatsch? Voll von diesen blauen Flammen gehen, das ist bestimmt der Typ da. Im Wesen. Wow! Mistvieh! Arz! Los, besiegt ihn, der gibt viele Erfahrungspunkte! Ja! Father! It seems even your daddy has abandoned you. How sad. Oh, na toll. Der Geist von Sky ist also schon bei ihm. Und bedroht ihn schon wieder. Ja, und die Typen bedrohen wieder uns. Das sind eh nur diese ganz kleinen Schwachen da. Zack. So, das schaut man schon, es ist nicht immer noch stärker. Was? Komm her, warm. Du stirbst auch gleich. Wenn du stillhalten würdest. So, bam. Yeah, so muss das. 278, naja, nicht schlecht so, ihr gebt noch mehr. Immer schön auf die Fresse. So, ach, Hartstein. Yeah, und ein Donnersplitter. Simba! It's no use. I'll never be the king my father was. But Simba, that's not what you're supposed to be. You can't be Mufasa. You can only be you. Everybody believes in you as a king. They just want to see what you'll do. And if anyone's saying they liked your father better, it's because you haven't done much yet. That's all. I know that. Then stop moping and do something. I can't. Fine. Let's go, Sora. Yeah. Why stick around if he's not even gonna try? Come on, Goofy. The hesitant king will one day lose all his friends. King Shimonogato. Worried by a silly old ghost. Ooh, Simba, the do-nothing king. No! Try and stop me. You did it! The ghost is gone! We knew you could do it! Hooray for Simba! You know, I'm really lucky to have friends who'll stand by me and help me see clearly. My father wasn't so fortunate. There you go again. I mean, everyone here and in the Pride Land wants me to succeed. Sora, Donald, and Goofy. Pumbaa, Timon, Rafiki, Nala. You all want what's best for me. But my father always had Scar lurking behind his back, trying to cut him down. I've got to make the most of my blessings and rebuild this kingdom. Are you gonna say it or do it? Wait and see. Simba! Simba, come quick! There's a bazillion ghosts of Scar haunting the Pride Lands! Everybody but Nala hightailed it out of there, and now she needs your help! Our little Simba, all grown up and finding his place in the world. Nice try! You're coming too! So, Gefährten nur ausgetauscht und Simba ist wieder dabei. So muss es sein, tapferer Löwe. Endlich hast du es kapiert, wie der Hase läuft. Oder besser gesagt, der Löwe.
Ja, Soradol und Goofy finden die richtigen Worte, um Simba wachzurütteln. Er erkennt, dass ihm all seine Freude helfen und er bezwingt endlich Scar's Geist. Und jetzt sind noch mehr davon aufgetaucht. Toll. We're here! Where's Simba? I've come back, Nala. Get out! Way to go, Simba! Are you with me? Now and forever, Your Majesty. So, zurück am Königsfelsen. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt? Sieht so aus, als wäre da etwas auf diesem Monster. Kann es sein, dass es das Monster von dort oben steuert? Was machen wir, wenn dieses Ungetüm herkommt? Ihr müsst es in der Savanne aufhalten, sonst würde es hier alles zerstören. Ich habe den anderen Schutz suchen lassen. Bitte, ihr müsst gewinnen für Simba und unser Kind. Aber klar doch. Auf jeden Fall. So, ich gucke mir nochmal kurz. Also, Sora hat jetzt 3 Potions und ein Ether. Simba. Ah, Simba hat ja gar nichts. Nicht so gut. Du bekommst auch, naja, der einen Potion, den wir noch haben, bekommst du mal. Donald hat jetzt auch den einen. Otto erfüllen, ja, das passt dann schon. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. So, Gefährten wurden wieder ausgetauscht. Nur Sora und Simba. Okay. Alles klar. Let's do this. Yeah.
Simba seems fine now. Ha! The king has returned. The Pride Lands will not forget King Simba's courage, or the courage of those who fought beside him. Do you think your quest will ever be over? I don't know. But I think, as long as the Keyblade stays with me, I'll have to keep fighting. Ah, the struggle never ends. That is the great circle of life. Never, ever? The secret to victory is a strong heart. Go on, go on, go, go then! Go on, get out! Yes, yes, it is time! Your fight continues! Till we meet again, Your Majesty. I hope that's soon. It will be. So long. Wurde eine neue Episode hinzugefügt. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Ja Leute, wir haben es geschafft. Auch das gewählte Land ist zum zweiten Mal erfolgreich abgeschlossen. Puh, ich muss sagen, dieser riesige Herzlose, der war schon ganz schön heftig. Was war denn das überhaupt für ein Feature? Wie das Tagebuch? Ganz kurz checken. Sammlung, Herzlose, Tremonaut. Ein gigantischer Herzloser, der im geweihten Land auftauchte. Er wurde von den vielen Geistern Skars erzeugt. Der Geist oben auf dem Rücken der Kreatur kontrollierte seine Knochenstruktur und richtete ein Chaos von gewaltigen Ausmaßen der Savanne an. Also der war auch ganz schön gigantisch. Tremonaut. Sehr komischer Name. Aber sah ganz cool aus. So Hollow Bastion, Geschichte. Hollow Bastion hätte eigentlich friedlich sein müssen. Ja, hätte Fahrradkette, sagt man doch. Was noch? Ja, hier geweihtes Land. Geschichte. Simba besiegt zusammen mit Sora den gigantischen Herzlosen und rettet nahezu über das gesamte geweihte Land. Frieden hält endlich wieder Einzug und hoffentlich bleibt das jetzt auch endlich mal so. So, Album ist auch komplett neu. Skars Geist, Selbstwerf für neues Simba, Herzlosen, Gigant und so weiter. Alles abgeschlossen. Gut, Leute. Dann würde ich vorschlagen, im nächsten Part mache ich erstmal Atlantica fertig, weil jetzt haben wir ja durch den Sieg über diesen Boss hier endlich die stärkste Blitzmagie bekommen. Das müsste ja dann Blitzgas sein und damit können wir das letzte Musical mit Sebastian machen. Deswegen stand ja auch hier gerade neue Episode hinzugefügt, ne? Ja, auf zu Sebastian, aber mit Blitzgas. Ja. Und dann, wenn das geschafft ist, dann geht's natürlich auch nochmal zurück nach Hollow Bastion, denn... Also gut, da steht jetzt, kann ich keine Episodenliste auswählen, aber... ein volles Level 45. Ja klar, logisch, weil in Space Paranoids müsste es theoretisch auch nochmal was geben. Die einzige Welt, wo jetzt nie stand, dass eine neue Episode hinzugefügt wurde, ist hier bei Schloss Disney.
Obwohl es Level 34, was soll denn das sein? Da ist eigentlich nur ein Schloss, also als Symbol da rechts oben. Aber offenbar im dem Fluss der Nostalgie, da ist nichts. Hier, da steht nichts von wegen nächste Aufgabe, ne? Episodenliste, ne? Schloss Disney ist in Gefahr, hatte das Königreich, also da ist sonst nichts, offenbar. Da können wir nur beim Gummihangerland oder bei der Halle. Gut, die Halle des Ecksteins, die birgt schon noch ein Geheimnis, aber erst wenn wir das Spiel durchgespielt haben, kommt da noch so ein megamäßig starkes Secret-Boss, aber das geht halt eben erst, wenn wir das Spiel durch haben. Naja, wie gesagt, im nächsten Part geht's dann ein letztes Mal nach Atlantica. Ursula ist ja schon besiegt, also ist es quasi dann nur noch mehr ein bisschen Zeit zum Feiern, dass wir dann noch ein schönes Musical aufführen, ein allerletztes. Bestimmt eben das Schwierigste, aber das werde ich sicher auch noch schaffen. Und dann ist Atlantica endlich komplett. Danke bitte fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Und falls ich doch noch vor dem Durchspiel des Spiels der Hauptstory noch irgendwas in Schloss Disney machen kann oder im Fluss dann so gelacht, dass es mich bitte wissen, schreibt es in die Kommentare, falls nicht, auch egal. Im nächsten Part, wie gesagt, Atlantica ein letztes Mal. Ciao, Leute!